Keine Ahnung. Vielleicht ein Bug. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den ich jetzt nach, weiß ich nicht, wie lange gibt es jetzt den Burning Crusade? 8 Jahre? Nach 8 Jahren einen Bug entdeckt? Geil. Ich weiß gar nicht, wie lange es Burning Crusade jetzt schon gibt. Glaube, das sind schon 8 Jahre. Wie alt ist WoW? Ist jetzt 11? Ich glaube, kam nach 3 Jahren erst das Addon. Ich weiß gar nicht. Schon so ewig her. Schon echt eine Weile her. So, dann werden wir uns hier mal noch ein bisschen um Arakoa nebenbei kümmern. Können wir ja auch gut. Erst sie lebend ausrotten, dann sie tot ausrotten. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Würde ich sagen. Kann ich noch nicht wirken. Aber Schattenmontar ist toll. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Bisher. Auch wenn ich an komischen Orten sterbe. Ja, den Vogel kannst du umbringen. Ich kümmere mich um die wichtigen Dinge. Oh, Hexerduell. Schattenblitz versus Schatten mit meiner Stärke. Ich habe einen Leerwandler, Bitch. Ach, der Vogel hat auch noch gelebt. Was brauche ich eigentlich von denen? Tagebuch. Oh nee. Oh nee. Sammelquest. Oh nee. Oh nee. Ja, kriegen wir hin. Oh, da wird's noch einer wissen. Na denn, dann machen wir dich dann, ne? Hier. So, genau, liegend. Gib mir doch das Buch. Guck, ja, so ein Kanarienvogel da angeflogen. Hast du den Vogel mal tot? Nee. Kockrieg. Bisschen auffallen. I need your Tagebuch. Your Tagebuch is what I need. I read it. Juhu, Tagebuch des Kommandanten der Skatlon. Skatlon. Hört sich an wie so ein Oberfiesling aus He-Man. Skatlon. Ah, mein Kanarienvogel auch platt gemacht. Du siehst aus, als ob du ein Tagebuch besitzt. Du schreibst doch heimlich Tagebuch. Oder in so ein Spinnenweben, das sieht nicht ganz so einladend aus. Dann bestimmt wieder Spinnen rum. Was wollen denn diese Vögel denn immer von einem? Ist ja ätzend. Lass mich doch nicht von so einem kleinen Geistervogel rumhauen. Nee, nee, nee. Du da. Ey, renn nicht weg. Bleib hier, wenn ich mit dir rede. So. Verseucht. Und jetzt wird er umgebracht. Toll, eine Waffe bekommen. Hätte mich ja darüber gefreut, wenn ich sie nicht bräuchte. So. Du siehst auch aus, als ob du Bock hättest, aufs Maul zu kriegen. Boah, voll aus dem Hinterhalt angegriffen. Ich bin doch Schurke, ja. Wie, haben wir schon wieder einen Vogel an der Backe? Das ist ja ätzend. Mann, stirb! Geht doch! Das ist doch schon wieder so ein Vogel. Ich will jetzt hier Sketty, Sketlons haben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich hoffe, dass wir jetzt die anderen Bücher auch kriegen. Noch 2 Stück brauchen wir. Ich habe jetzt Band 3 gefunden. Herr der Ringe 3. Fehlen mir noch die anderen beiden. Weil bei Herr der Ringe mit einem Ende anfangen ist scheiße. Aber das wisst ihr ja. Macht keinen Sinn. Außer man weiß, um was es geht. Dann
Kann man das in der Tat auch tun, aber im Prinzip macht es nicht Sinn. Mann. Mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Wird ja auch nicht jünger. Gut. Ich freue mich schon so. Wenn ich das Level hier geschafft habe, dann geht's nach Nordend. Und dann wird alles besser. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh, Mann. Ich mach den da. Einfach nur, wie ich es kann. Den Vogel sieht man teilweise gar nicht. Fällt mir schon die ganze Zeit so auf. Jawohl. Band 1 gefunden. Nice. Jetzt warte ich nur noch auf den zweiten Teil. Würde feiern, wenn er jetzt hier gleich drin wäre. Komm. Komm. Sei drin. Ah, tötet man doch zur Sicherheit den Kumpel auch noch. Ah, hätte er die Bücher mal zurückgebracht? Müsste ich jetzt hier nicht vorbeikommen, ne? Bin natürlich nicht drin gewesen. Niet. So. Der läuft mit seinem Papagei und sein Papagei nicht mit ihm. Obwohl ich die Arakoa ja immer noch feiern hier so. Als Gegner. Finde ich irgendwie cool als Modell. Obwohl ich die jetzt von Drenor auch irgendwie geil finde, das Modell, die noch nicht so verkrüppelt aussahen wie die hier. So, Kinders. Nur mein unauffälligstes Reit hier. Och, die Sonne geht auf. Ich guck mal raus. Nein, bei mir noch nicht. Aber in WoW ist die Sonne aufgegangen. So, hier brauche ich Chimären. Uferus, feurige Mähne. Den werden wir auch noch machen später. Wildtiere des Schattenmond. Ach so, ich kann killen, was ich Bock habe. 20. Ich dachte schon, ich muss von jeder Sorte 20 erledigen. Ne, dann machen wir jetzt nur 20 Tiere tot. Besser gesagt, nur noch 16. Du hast die Schweine nur, weil sie chargen können. Oh Mann. Warum machst du das denn? Warum bist du so zu mir? Verstehe ich nicht. Da. So, zünden wir mal noch den Kollegen da an. Nein! Oh, Lavanda, ein bisschen schneller. Bevor er das tut. Verstehst du? So funktioniert unsere Zusammenarbeit nicht. Du musst den schon abfangen, bevor er chargen kann. Ah, genau so. Genau so. Und er klappt das um mit den Nachbarn. So. Ach ja, Milzen müssen wir auch noch sammeln. Milzen. Kriegen wir alle hin. Na, klasse. Da hat er gar nicht aufgepasst. Gelten die nicht eigentlich auch als Wildtiere? Nee. Meine Katze arbeitet gerade. Kurz mal gucken. Keine Ahnung, irgendwo arbeitet sie. So, gib mir eine Milz. Komet! Bam! Wie gesagt, Attacke. Schon mies, wenn dir so ein Komet auf den Kopf fällt. Kann ich mir nicht so schön vorstellen. Aber es ist mal ein hübscher Spontanzauber, den man mal so ab und zu mal nutzen kann. Katze? War ja jetzt kurz einen Augenblick. Gut. Alle Dude. Manchmal macht meine Katze komische Sachen. So, rein da mit dir konkret. Richtig schön Rinder in die Brühe. Jetzt
habe ich den einen damals gar nicht, den hier in der letzten Folge gar nicht gelootet war, wo ich da so spektakulär verreckt bin. Ha. Fliegen wir mal ein bisschen rüber über diesen Kacke-Tümpel. Da! Das ist übrigens die Klärgrube der Orks. Wegen grüner Haut und so. Steht da? Mutti! Hilf mir, Lehrwandler! Wofür habe ich dich adoptiert? Na toll, keine Milz. Wir brauchen ja nur noch eine, wa? Geilo. Und dann müssen wir noch 11 Tiere killen. Ja gut, das ist ja das geringste Problem. Neben diesen Tümpel mache ich auf jeden Fall einen weiten Bogen. Da habe ich ja keinen Bock drauf, nochmal reinzufallen. Und dann als Toter spektakulär nochmal zu sterben, das ist schon eine Kunst. Kein Plan, wie ich das hinbekommen habe. So, und wer, du hast jetzt hier nicht den letzten Milz dabei. Na ja, egal. Bisschen Auswahl haben wir ja noch. Kriegen wir alle auf der Reihe. Jawoll. Abmarsch. Wildtiere killen. Ah, so ein Kaffee. Wie spät haben wir es eigentlich? 7.06 Uhr. So früh. Aber ich mag das eigentlich so früh aufzunehmen, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt. Da hat man wenigstens noch seine Ruhe. Und in so einer Uhrzeit kannst du auch ganz entspannt deine Geschenke aufmachen. Altvater, hier von Altvater Winter am Baum. Als ich gestern mit meiner Todesritterin da mal war, so um 11. Ne, kurz nach 10 war das, wo die dann freigegeben wurden. Alter Falter, war das voll. War das da voll. Gott sei Dank waren das nicht Geschenke, die man wieder neu spawnen mussten, sondern als Quests gemacht und sonst hätte man wieder ewig da gestanden. So, nur 8. Dann haben wir ja schon ganzen Batzen-Quest auch erledigt. Wasser Uferus Mena, aber ich weiß nicht, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Noch so ein Elite-Gegner für 4 Mann. Wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. Sobald die Quest für mich gelb angezeigt wird, Meister auch. Obwohl, nee, das ist ja Schwachsinn, dann will ich ja hier weg. Ja, ich überleg's mir noch, ob ich die mache, aber ich bin mir noch nicht sicher. Also einige Elite hat man ja doch schon alleine hinbekommen. Gerade wenn man ein Pet hat, das ist nochmal was ganz anderes, weil es ist, als ob man ja zu zweit unterwegs ist. Es ist schon cool. Gut. Noch 4. Ich habe irgendwie noch nichts anderes außer Schweine gesehen als Wildtiere. Und eine Chimäre, ja. Aber sonst haben wir das Schweineproblem schon mal eingedämmt. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier noch an diesem einen Level erwarten kann. Aber da kommt bestimmt noch ein paar interessante Quests. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber der Vorteil hier mit dem Fliegen ist schon angenehm. Überlegt, die ganze Schermwelt noch zu reiten zu müssen, so wie ich das früher erlebt habe, ist schon. Entschuldigung. Beachtlich. Bin ich so müde plötzlich. Es langweilt mich. Nein.
So, damit haben wir alle Quests abgeschlossen. Ist das geilo. So, dann zurück zur Basis. Schon schöne Schattenmondteil, wa? Tolle Gegend. Sehr einladend, über ein paar Totenköpfe und so. Ach, ist doch tolle Gebiet. So lebensbejahend. Das sieht ja auch cool aus. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, aber... Wozu? Egal. Gut. Du bist der Erste, wo ich die Quest abgebe. Nee, du warst nicht der Engländer. Oder Ami. Ich bin beeindruckt, dass ihr dieses Gemetzel überlebt habt. Ihr seid vielleicht genau die Person, die wir für einen gefährlichen Auftrag brauchen. Ich überlebe alles. Die Feste der Legion ist euer Ziel. Ihr werdet keine Verstärkung erhalten, daher ist ein Frontalangriff unmöglich. Die wenigen Informationen, die wir sammeln konnten, weisen darauf hin, dass die Legion die Höllenbestien in der Feste lagert und vorbereitet. Ich möchte, dass ihr die Feste in der Verkleidung, die ich euch geben werde, nach detaillierten Informationen über die Pläne der Legion durchsucht. Wir können nur hoffen, dass ihr die Gespräche zwischen ihren Kommandanten abfangen und belauschen könnt. Okay. Ah, die reden doch gar nicht meine Sprache eigentlich. So, dieser Weihnachtsbaum, der macht es auf jeden Fall hier weg, finde ich. Also der hat, das gibt den Ganzen einen echt eigenen Touch so. So, da ist der Engländer. Was habt ihr herausgefunden? Genau das. Der Unteroffizier untersucht die Tagebuchseiten. Hier steht nicht viel Sinnvolles, aber ein paar Einträge können sich als nützlich erweisen. Wie es aussieht, waren die Arakoa dabei, ein kompliziertes magisches Ritual vorzubereiten, bis sie starben. Aber warum? Hier steht auch etwas vom Merkwürdiges über einen Deserteur. Ja, da war ich. Hier steht nichts, was erklären würde, warum die Gäste dieser Arakoa in dieser Welt zurückbleiben. Oder wie sie ihren Durst nach Orkblut entwickelt haben. Ich glaube, dass unsere heißeste Spur dieser Deserteur ist. Wir müssen ihn finden, bevor er seine Kameraden im Lager zurückgelassen hat. Besteht die Möglichkeit, dass ihr ihn vielleicht dazu überreden könnt, uns zu verraten, was die Arakoa des Dunklen Rats vorhaben? Beginnt eure Suche nach ihm in dem Magmafoldern im Süden. Wahrscheinlich ist er dort Zuflucht gesucht. Für die Horde. Na klar, war bestimmt gut an. Der Penner. Hat sich als Arakoa verkleidet und dann ab ging's. Ja, du mich auch. Milzen, ich brauch Milzen. Gib mir Milzen. Ja. Forscher, Theorus nimmt die Milzen an sich und beginnt seine Untersuchung. Schmeckt gut. Das dürfte eine Weile dauern. Nehmt dies als Bezahlung für eure harte Arbeit. Wir würden diese Wesen weiter untersuchen. Weit im Osten in der Nähe des riesigen Lavastroms unter den Ruinen von Bari könnt ihr Arakan-Steuereinheiten finden. Diese Steuerungen wurden von einem Genie namens Gnomus hergestellt. Ihr einziger Zweck ist, Lava mit Hilfe eines mechanischen Skorpions zu erforschen. Er hat schon vor langer Zeit den Verstand verloren. Ha, wie ich. Jetzt interessiert er sich nur dafür, das heißeste Essen in der Geschichte der Gnomheit zu futtern. Tyrus rollt die Augen. Ich möchte, dass ihr die Steuereinheit benutzt, um die Dimitrodonten des Lavastroms für unsere weiteren Studien zu markieren. Okay. Cool, wir dürfen mit Spielzeug rumspielen. Geilo! So, ach ja, die Untote. Ich bin von den Verlassenen. Kommt schnell zur Sache. Was meint ihr? Ich werde natürlich etwas aus der Asche herstellen. Eure Welt wird sich bald ändern, Shadow Warlock. Hildegard. Echt jetzt? Hildegard. Ist ja noch schlimmer. Beginnt etwas aus der Asche zu formen. Ich nenne sie. Was? Geisterbrille? Aus Asche. Echt jetzt? Cool. Ganz schön gewitzt, was? Wenn ihr diese Brille...